Jojo Mari hier und willkommen zum YPT Draftliga Rückblick des inzwischen schon 10. Spieltages und damit den vorletzten der Hinrunde. Hier seht ihr jetzt den dieswöchigen Spielplan und wer hat gegen wen gespielt. Vorher aber schauen wir uns nochmal die zwei Highlights des 10. Spieltages an. Da hätten wir zum einen Saschki gegen Sultan und mir ist hier recht früh was aufgefallen, nämlich Saschki hat sich versucht hier gegen alles und jeden zu boosten. Also von seinen insgesamt 6 Pokémon, die natürlich jeder dabei hat bei jedem Kampf, hat er mit 4 Stück insgesamt Boosting-Attacken gespielt. Also er hatte auf seinem Genesect hatte er Shift Gear, auf seinem Megalopunny hatte er Power Punch, auf seinem Thunderous T hatte er Nasty Plot und Agilität und auf seinem Slurpuff hat er Cotton Guard und Calm Mind Guard. Deswegen, er hat die ganze Zeit irgendwie versucht, sich zu boosten. Sein Ninja war Choice Bandit und ja, seine Cosmo war anscheinend seine Defensive. Und I don't know. Also die Idee an sich ist cool. Also gar keine Frage, so wenn das mit jedem Mon schafft, sag ich mal, dass sich boostet, so 1 bis 2 Pokémon rauszunehmen, das wäre schon ganz cool gewesen. Ninjas hat am Ende tatsächlich aber allerdings, ich glaube, 3 Pokémon rausgenommen. Hat am Ende aber auch alles leider nicht so geklappt, denn Sultan hatte am Ende noch seinen Terrakion, was, ja, am Ende halt die letzten Pokémon getötet hat. Und so hat Sultan am Ende halt 1-0 gewonnen. Als nächstes haben wir den Yannick gegen Blitz. Und hier will ich von Anfang an sagen, das war meiner Meinung nach einer der spannendsten Kämpfe vom YPT allgemein. Also den will ich schon in die Top 10 einordnen. Und das war halt einfach das reinste Hin und Her. So, es war bis zur letzten Runde noch so gut wie alles offen. Es hätte noch alles passieren können. Und hätte Blitz auf seinem Coplosio, welches allgemein sein kleiner MVP ist, ein anderes Set gespielt, hätte er das Set gespielt, welches er sonst immer gespielt hat, dann hätte er diesen Spieltag verloren. Nur er hatte dieses Mal Sash gespielt, also Focus Sash, und der kam zwar nicht unbedingt zum Einsatz, aber gerade das, er halt nochmal die Attacke wechseln konnte und sich nicht locken musste, weil er nicht gechoice-scarfed war. Dadurch konnte er nämlich am Ende noch durch sein Panferno, Magearna und das Lusheking durchgehen mit seinem Coplosio, welches ihm am Ende den Sieg von 1-0 gegeben hat. Und das finde ich super, also ich habe den Kampf sehr genossen. Schauen wir uns noch einmal die weiteren Ergebnisse an. Graffiti-Gräf hat 6-0 gegen FinDD gewonnen, Dirty Boy hat 2-0 gegen Yamari gewonnen, Lukas hat 4-0 gegen Effie gewonnen und Muffin hat 3-0 gegen Frostfight gewonnen. In der Tabelle sieht es nun aktuell so aus. Platz 1 belegen weiterhin die Flexing Meloetta mit 24 Punkten einer Differenz von 24, Platz 2 belegen wieder die Gourmet-Gurgeist mit 21 Punkten einer Differenz von 18, Platz 3 Dummdummer Dummiesel mit 21 Punkten und einer Differenz von 16. Platz 4 Behemoth of the Universe mit ebenfalls 21 Punkten und einer Differenz von 12. Platz 5 belegt Boosting Carry Pass mit 15 Punkten und einer Differenz von 5. Platz 6 belegen die Thunderworms mit 15 Punkten und einer Differenz von 1. Platz 7 belegen die Rasselbande mit 15 Punkten und einer Differenz von minus 5. Platz 8 belegen die Hippo Buddies mit ebenfalls 15 Punkten und einer Differenz von minus 19. Platz 9 belegen Kung Fu Costoso mit 12 Punkten und einer Differenz von minus 15. Platz 10 belegt Xing Luxray mit 9 Punkten und einer Differenz von 0. Platz 11 belegt Chucky Chachi mit ebenfalls 9 Punkten einer Differenz von minus 11. Und Platz 12 belegt Roof Playing Dedenne mit 3 Punkten einer Differenz von minus 36. Schauen wir uns auch einmal die Killrangliste an. Im Weiteren führt das Coplosio von den Hippo Buddies mit inzwischen 22 Kills. Platz 2 belegt das Genesect von den Thunderworms mit 18 Kills. Platz 3 das Magearna von Behemoth of the Universe mit 15 Kills. Platz 4 das Marshadow von Chucky Chachi mit ebenfalls 15 Kills. Platz 5 das Mewtwo von der Rasselbande mit 14 Kills. Platz 6 das Rama von Flex und Meloetta mit ebenfalls 14 Kills. Platz 7 das Mega Metagross von Gourmet Gourgeist mit 13 Kills. Platz 8 das Kaporiki von Behemoth of the Universe mit 12 Kills. Platz 9 das Victini von dem Boosting Carry Pass mit ebenfalls 12 Kills. Und Platz 10 das Terrakium von der Rasselbande mit ebenfalls 12 Kills. Darunter kommen noch ein paar mehr Mons mit 12 Kills, dann geht's runter mit 11, 10, 9 und so weiter. Und diese Teilnehmer stehen sich am letzten Spieltag der Hinrunde gegenüber. Saschki gegen Frostfight, Effie gegen Muffin, Blitz gegen Lukas, Dirty Boy gegen Yannick, FinDD gegen Yamari und Sultan gegen Graffiti-Greifer. Das war soweit der Rückblick des 10. Spieltages. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Wendung da. Schreibt in die Kommentare, wer euer Favorit ist. Und ich würde sagen, Leute, dort reinschauen, bis zum hoffentlich nächsten Video. Ciao, ciao.